die An-Namima. Oft geht man davon aus, dass die Namima und die Riba zwei gleiche Sachen sind. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Namima und der Riba. Die Riba haben wir geklärt. Die Namima ist meistens, also das, was man so darunter versteht, dass man etwas über Fulan, was er getan oder gesagt hat, an Fulan und Allan weiter mitteilt. Also man geht zu so und so und sagt ihm, Fulan und Fulan hat das und das über dich gesagt. Das ist die Namima. Die Riba ist, dass du über Fulan und Fulan redest. Die Namima ist, dass du von das, was die Person A gesagt oder gemacht hat in Bezug auf die Person B, beispielsweise hat A sich lustig gemacht über B, in der Anwesenheit von Menschen, dann gehst du zu B und sagst, der hat sich über dich lustig gemacht. Oder der hat über dich das und das gesagt. Auch das ist eine verbotene Handlung, die mit der Zunge zu tun hat. Und daher wird im Sahih überliefert, in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, La yadkhulu al-jannata qattat. Der Qattat, das ist der, der die Namima praktiziert, wird nicht das Paradies betreten. Der Qattat, der den Namima praktiziert, der wird das Paradies nicht betreten. Das ist ein Teilaspekt der Namima. Man kann die Namima aber auch anders ausdrücken, allgemeiner. Die Namima ist das zu entblößen, was nicht entblößt werden sollte. Das aufzudecken, was nicht aufgedeckt werden sollte. Daher erwähnen einige der Ahlul-Ilm, dass wenn jemand zum Beispiel einen Schatz begräbt irgendwo, an einem versteckten Ort und du das erwähnst, das ist auch Namima. Das ist auch eine Form der Namima.